Guten Tag. Langsam, vorsichtig, wunderschön und schnell in Red Hot. Das ist für einen unserer raren belgischen Kunden das neue Fahrzeug. Ein 2017er Chevrolet Camaro ZL1 Coupé. Der Camaro wurde ja 2016 ganz neu aufgelegt. Leichter, etwas kleiner, aber deutlich schneller und handlicher. Hier die Rennvariante. Der ZL1 kommt mit Kompressor geladene 650 PS aus dem 6,2 Liter V8. Wunderschön vorne der Frontspoiler und der Haubeneinsatz. 22 Zoll Felgen, Brembo Bremssystem. Passende Farbe, würde ich sagen. Das Fahrzeug ist ein zertifiziertes Chevrolet-Fahrzeug von einem GM-Händler. Wurde natürlich trotzdem zusätzlich erfolgreich, unabhängig vorinspiziert, vorm Kauf im fernen Michigan. Oder was, Illinois? Schön auf die Tour, hier Auspuffrohre. Schauen wir kurz in den Kofferraum. Hier der ZL1 Heckspoiler. Fahrzeug hat den schwarzen Rennstreifen in der Mitte, innen auch wie neu. Auch da alles komplett. Bisschen Werkzeug, Ersatzrad braucht er ja nicht. Das ZL1 wird bewusst ein bisschen leichter gehalten als lange mein 2 SS. Innen sind die aber sehr gediegen, finde ich zumindest. Hier die Einstiegsleiste. Und das ist eine Kombination aus Leder und Alcantara innen. Mit einem Bose Soundsystem, wir haben Memory-Sitze, gewaltig Platz hinten, eigentlich nicht. Ne? Menschen mit kurzen Beinen können da bestimmt super drin sitzen. Innen auch alles sehr schön. Seltene Schiebedachoption, finde ich gut, nimmt ein bisschen Kopfhöhe für die großen Menschen. Ganz wichtig, das Fahrzeug hat die 10-Gang-Automatik. Das ist eine neue Automatik. Schaltwippe am Lenkrad. Das ist ein Multifunktionslenkrad, unten abgeflacht. Mehrere Fahrmodi, Sitzheizung, auch belüftbare Sitze. Ein schönes Touchscreen-Betriebssystem hier mit allem, was man sich so vorstellen kann. Man kann sein Apple, sein Android-Phone anschließen, Bluetooth etc. pp. Wi-Fi 4G LTE, was toll ist. Und hier weitere Screens. Laufleistung 12.233 Meilen, aber zertifiziert und überschaubar für ein Jahr. Sehr gepflegt von innen und der Sound. Schauen wir uns mal den Motor an und dann werden wir den noch mal rühren lassen gleich. Hier Blindspot-Monitor, also dann ein paar Assistenzsysteme. Einfacher machen. Und hier das Herz des Ganzen. 6,2 Liter V8 LT4 Motor. Wenn wir können, Corvette Motor. Da hört man so ein bisschen den Supercharger. Lassen wir den nochmal, geben wir nochmal Gas von hinten für unseren Kunden. Das gefällt uns. Ein sehr schönes, sehr seltenes Auto mit roten Gurten, das sich jetzt auf seinen Weg nach Belgien macht. Wir, das Team von Schone Autobrokers in Fort Lauderdale, Florida, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2017er Chevrolet Camaro ZL1 Coupé. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe.
von dort wird verpackt in einem 40-Fuß-Container, wie dort hinten sichtbar. Der Container geht dann auf den Weg zum Hafen nach Miami. Von Miami geht es nach Bremerhaven. Und in Bremerhaven bekommt das Fahrzeug Anschnallung wichtig. Homologation zum TÜV für den Käufer, der es dann dort abholen kann.